In Papua-Neuguinea ist die kulturelle Vielfalt einzigartig. Es gibt allein über 800 verschiedene Sprachen. Das Leben im drittgrößten Inselstaat der Welt ist stark von Traditionen geprägt. Nicht selten ein Widerspruch zur Moderne. Papua-Neuguinea, oder wie es Kenner kurz bezeichnen, PNG, ist erst seit 1975 unabhängig von Australien. Vom Flughafen in Kevieng dauert die Überfahrt auf Lissenung Island noch einmal 20 Minuten. Das private Urlaubsressort wird von Angie und Dietmar Amon geführt. Es wird unser Domizil auf Zeit. Hier erwarten uns keine großen Volksfeste, dafür aber eine Unmenge kleiner Inseln. Das tägliche Leben in den Dörfern macht den Reiz aus. Wir wollen PNG ungeschminkt erleben. Fahrradverleih auf Insulanisch. Die Auslegerboote sind in der Regel aus Baumstämmen geschnitzt und nie richtig dicht. Astlöcher machen dem Rumpf zu schaffen. Selbst während der Fahrt sind wir neben dem Paddeln ständig am Ausschöpfen. Aus gutem Grund beschränkt sich der Radius der Erkundungstouren am Anfang auf wenige hundert Meter um die Insel. Oh, wisst ihr, wie mein Hintern wehtut? Lissenung liegt nur 2 Grad südlich des Äquators. Die sengende Hitze schlägt am Vormittag schon voll zu. Als Sonnenschutz ist hier jedes Mittel erlaubt. Der Fahrtwind ist zwar angenehm, aber auch heimtückisch. Unsere Haut ist die Kraft der Sonnenstrahlen gar nicht gewohnt. So nahe am Äquator sinkt die Wassertemperatur nie unter 28 Grad Celsius. Tauchbekleidung ist eigentlich nur Alibi. Zum Schutz vor Nesselverletzungen an Korallen ist ein langer Tauchoverall dennoch empfehlenswert. Im Pazifik herrscht immer Strömung und die wird zwischen den Inseln noch gebündelt. Für das Nahrungsangebot der Unterwasserbewohner ist das fantastisch. Als Taucher kämpfen wir oft vergeblich dagegen an. Wir entschließen uns für einen One-Way-Tauchgang. Das Boot verfolgt unsere Luftblasen und nimmt uns beim Auftauchen wieder an Bord. Auf See geht immer ein leichter Wind. Trotzdem knallt die Mittagssonne jetzt gnadenlos auf uns herab. Ein provisorischer Sonnenschutz muss her. Der letzte Orkan hatte das Dach vom Boot leider völlig zerrissen.
Beim Umsetzen zum nächsten Tauchplatz geht die Fahrt stets auch an bewohnten Inseln vorbei. Unser Tauchboot wird in der Region hier oft gesehen. Man kennt sich weitläufig. Manchmal wechselt auch ein kleines Geschenk dem Besitzer. Thank you. Okay. Okay. Danke. Unser Tauchguide Tame weiß genau, was ihm schadet. Aber das Kauen von Betelnüssen ist in Papua-Neuguinea eine Art Volksplage. Unwissenden jagen die vom Betelsaft blutrot verschmierten Zähne anfangs einen Schreck ein. Der Albatros Channel ist eine Steilwand mit enormer Wasserströmung und der Garantie auf Haibegegnungen. Ruhiger wird das Wasser erst ab 15 Metern Tiefe. Wir werden Opfer unserer Motivjagd. Viel zu schnell schwimmen wir den Haien entgegen, treiben sie aber damit förmlich vor uns her. Zum Glück gibt es auch kleinere Meeresbewohner. Dieser Schwammkrabbe können wir wieder auf die Beine helfen. Ein umhertreibendes Blatt entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Schaukelfisch. Perfekte Tarnung durch auffällige Bewegung. Beim Auftauchen müssen wir den Schutz der Steilwand verlassen. Die Strömung schlägt uns voll ins Gesicht. Der Rückweg zum Boot verläuft als Hangelpartie. Auf zum Nachbarschaftsbesuch. Die Überfahrt zur nächsten bewohnten Insel dauert gerade mal 10 Bootsminuten. The name of this island is called Hinuk. Hinuk, yeah. Mrs. Lina ist Schulleiterin auf Inuk. Die Schulen in Papua-Neuguinea liegen meist in Trägerschaft der Kirche. Es besteht keine offizielle Schulpflicht. Wir platzen in das Ende der Schulstunde. Eine kleine Leistungskontrolle baut die erste Verunsicherung der Schulkinder schnell wieder ab. Eintrag im Gästebuch der Schule. Überaus willkommen sind unsere kleinen Gastgeschenke wie Schulhefte und Buntstifte. Die Kinder belohnen uns dafür spontan mit dem Vortrag ihres Schulsongs. Die Hauptinsel ist von der Schulinsel durch einen schmalen Kanal getrennt. Hauptverkehrsmittel ist natürlich wieder das Auslegerboot. Das Ressort von Angie und Dietmar Amon ist ein wichtiger Arbeitgeber der Inselregion. Inuk ist das Zuhause der meisten ihrer Mitarbeiter. Wir erleben den Inselalltag also hautnah und authentisch. Es ist kaum zu glauben, wie ein Leben ohne Stromnetz, ohne Wasserleitung und ohne Fernseher heute noch möglich ist. Das probiere ich jetzt aber nicht alles mit den Dingern. Ja. Das Schwein hat in Papua-Neuguinea traditionell einen hohen Stellenwert. Es gilt als Statussymbol und dient zu Tauschzwecken. Das erste eigene Auslegerboot. Er kann den Schulweg über den Kanal in Zukunft endlich alleine stemmen. In der Kolonialzeit haben viele Missionare, darunter auch Deutsche, die Religion von Papua-Neuguinea geprägt. Heute sind etwa 60% der Bevölkerung Anhänger vom Christentum. Die Kirche ist im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne für viele Bewohner ein wichtiger Ankerpunkt.
Zum Tauchgang am Deep Peat begleitet uns Dietmar persönlich. Sein Briefing am Tauchplatz ist daher unmissverständlich. Konservativ tauchen, ein, zwei Minuten Deko, kein Problem. Wir werden eine Dekoflasche hinten haben auf 5 Meter, nur dass jeder Bescheid weiß, die Flasche ist nicht offen. Trotz guter Sichtweiten liegt der Tauchgang über 40 Meter Tiefe klar an der Grenze für uns Sporttaucher. Der japanische Doppeldecker wurde zum Ende des Zweiten Weltkrieges hier versenkt. Er liegt kopfüber. Die Amerikaner haben damals feindlichen Flugzeugen Namen gegeben. Der Name Pete hat diese japanischen Bomber bezeichnet. Von der genauen Geschichte dieser Flugzeuge ist leider nichts bekannt. Die Japaner haben mit Kriegsende alle Unterlagen vernichtet. Kevieng ist die Hauptstadt von Neuirland. Die kleine Metropole hat rund 12.000 Einwohner und liegt am Nordkap der Hauptinsel. Am Samstag ist hier Markttag, eine beliebte Gelegenheit zur Erledigung des Wochenendeinkaufs. Die einheitliche Landeswährung ist China. Der Name wurde von der China-Muschel abgeleitet. Zum jetzigen Wechselkurs erhält man für einen Euro etwa 3 China 50. Wir gehen auf Entdeckertour entlang des Bolominski Highway. Das Baumhaus im Treehouse Village Resort ist angeblich das größte der Welt. Egal, als Unterschlupf vor dem plötzlichen Regenschauer ist es für uns allemal groß genug. Zur Kolonialzeit hieß der Highway noch Kaiser-Wilhelm-Straße. Erst später erfolgte die Umbenennung nach Franz Bolominski, dem Bezirksverwalter im damaligen Neumecklenburg. You think it's okay to walk up or not? Mit Muschi. Wollt ihr raufgehen? Es ist verwachsen. Auf dieser kleinen Farm, mitten im Dschungel, lebt Michael mit seiner Familie. Gastfreundschaft wird hier ganz groß geschrieben. Sie geben uns frisch gepflückte Früchte zum Imbiss in die Hand. Einige davon kannten wir vorher noch gar nicht. Sehr erfrischend. Zum Abschied wird noch eine Busch-Cola serviert. Lecker. Palmöl ist für Papua-Neuguinea ein wichtiger Exportfaktor. Zur Ernte werden die Fruchtbündel mit einer Art Sense von der Palme geschlagen. Jedes Fruchtbündel wiegt bis zu 25 Kilogramm und kann dabei etwa 200 Einzelfrüchte haben. Ja, warte! Wir können den Enkel mal eine mit in die Schule nehmen und mal zeigen, wie Öl gemacht wird. Die Ölpalmplantagen stehen aber auch weltweit unter Kritik. Die Ölfirma Polyamba Limited verarbeitet die Früchte und bunkert dann im angrenzenden Hafen das fertige Palmöl in Tanker. Katie Hiob lebt in La Raibina. Über 20 Jahre war sie als Flugbegleiterin für Air Nugini unterwegs. Katie könnte auf der ganzen Welt wohnen. Für ihren Lebensabend hat sie es aber doch ins alte Heimatdorf gezogen. Ebony und Katie haben ein besonderes Hobby. An der Flussmündung im Dorf locken sie riesige Aale zum Füttern an. Die länglichen Feinschmecker lassen sich aber nur von den Makrelen der Besta-Konserven beeindrucken. John betreibt kurz vor Kevieng eine kleine Schnitzwerkstatt.
Durch das Einarbeiten von Muscheln oder Schnecken verleiht er dem Holz den Charakter der typischen Schnitzkunst von Papua-Neuguinea. Muschelgeld ist neben dem offiziellen China noch heute von traditioneller Bedeutung. Die Länge der einzelnen Ketten bestimmt dabei den Wert. Das Abschiedsspiel zum abendlichen Volleyballturnier ist gekommen. Die tägliche Sportstunde haben Angie und Dietmar zur Teamförderung der Belegschaft eingeführt. Fortan leider ohne unsere Verstärkung. In Port Moresby verfrachtet uns ein Buchungsfehler ins Nobelhotel von Gans PNG, das Grand Papua. Roter Teppich für Sandalen, denn ausgerechnet am gleichen Tag treffen sich hier die Außenminister aller Anrainerstaaten. Aus Mangel an Garderobe ziehen wir die Erkundung der näheren Umgebung vor. Am wunderschönen Pela Beach, den wir im Hintergrund sehen. Damit es die Sachsen verstehen, würde ich sagen, wir sind hier am Ella-Strand. So, neues Feuerzeug, auch erledigt. In Hongkong ist endgültig Schluss mit der Inselmentalität. So, dass wir einfach mal der Straßenbahn nachgehen. Da kommen wir irgendwann zu den Piers hier, Central. Irgendwo muss die Starfähre dann noch abfahren. Am ersten Tag setzen wir lieber auf Fußmarsch. Das Überangebot an öffentlichen Verkehrsmitteln sorgt für etwas Verwirrung. In engsten Zwischenräumen werden hier sogar Wolkenkratzer mit Bambus eingerüstet. Unser angelerntes Verständnis für Statik bringt das freilich etwas ins Wanken. Die Peak Tram wurde erstmals 1888 in Betrieb genommen. Die knapp 370 Meter Anstieg schafft die Standseilbahn in 5 Minuten. Es gibt keinen Fahrplan. Die Abfahrt richtet sich nach den Fahrgästen. Am Victoria Peak entstehen die Postkartenmotive. Inzwischen steht das höchste Gebäude gegenüber auf der Kowloon-Halbinsel, der ICC Tower. An der Skyline der Stadt hat sich also einiges verändert. Der Central Escalator gilt als längste Rolltreppe der Welt. Über 800 Meter verbindet er das Geschäftsviertel mit dem Wohngebiet Mid-Levels. Für die Gegenrichtung muss allerdings der Fußweg genommen werden. An der Rolltreppe befinden sich einige Bars und Restaurants. Also Bohnen sind das mit Sprotten. Also hier Sprotten. Der Hunger treibt uns hier zur Naherkundung. Der Aberdeen Harbour liegt auf der Südseite von Hong Kong Island. Sein Image als Chunkenhafen hat er einst durch die zahlreich dort liegenden Fischerboote erhalten. Die Bucht dient heute hauptsächlich als Taifunschutzhafen für Sportboote. Unter Wassersportlern auch als Aberdeen Typhoon Shelters bekannt. Der Jumbo, das schwimmende Restaurant, ist aber nach wie vor ein Highlight für Touristen.
Die Dingding ist das älteste und zugleich billigste Verkehrsmittel. Seit 1904 verkehren die Doppelstockwagen der Hongkong Tramways. Oft kriechen die Bahnen nur wenige Meter voneinander entfernt im Schritttempo. Ohne die Star Ferry ist der Victoria Harbour nicht denkbar. Die Fähren können in beide Richtungen fahren, das Wenden entfällt. Durch die klappbaren Rückenlehnen sitzt man immer in Fahrtrichtung. In der Nathan Road ist nie Ladenschluss. Hier wird die Nacht zum Tage. Die Straße durchzieht Kowloon über gut 3,5 Kilometer Länge. In Hongkong gibt es Taxis in drei verschiedenen Farben. Über die Farbe der Wagen erkennt man den erlaubten Aktionsradius. Das rote Taxi bringt uns zum letzten Ziel der Reise, nach Lantau. Der Tiantan-Buddha in der Nähe vom Polin-Kloster ist vielfach nur als Big Buddha bekannt. Die Bronzestatue ist 34 Meter hoch. Seit der Eröffnung 1993 ist es ein Wallfahrtsort. Bis zur Plattform unterhalb des Lotusthrons müssen wir genau 268 Stufen erklimmen. Alle Linien der Verkehrsmittel sind in Hongkong auch farblich hinterlegt. Der Airport Express ist die türkise Linie. Es ist die schnellste Verbindung zurück in die Stadt. Der Komplex um den ICC Tower hat das Bild von Kowloon verändert. Der höchste Wolkenkratzer ragt nun mit seinen 484 Metern auf dem Festland in die Höhe. In der 118. Etage befindet sich die Bar. Die Ozonbar in 467 Metern Höhe hält damit den Weltrekord. Beim Abschiedstrink auf der Außenterrasse beginnen wir die Flut der Eindrücke aus den letzten Wochen erstmals zu verarbeiten. Musik.